Heute am späten Nachmittag kam die Nachricht, vor der viele Angst hatten. Der 29-jährige Polizist, der am Freitag bei dem Attentat in Mannheim schwer verletzt wurde, ist gestorben. Als er am Freitag auf dem Marktplatz anderen das Leben retten wollte, wurde ihm ein Messer in den Nacken und Kopf gerammt. Der Täter, ein 25-jähriger Mann, der 2014 aus Afghanistan nach Deutschland kam und in Hessen lebt, den Behörden sei er zuvor nicht aufgefallen. Noch bevor die Nachricht vom Tod des Polizisten heute bekannt wurde, gab es auf dem Marktplatz eine Mahnwache gegen Hass und Gewalt. Zur selben Zeit fand eine Demonstration der vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Jugendvereinigung der AfD statt. Fabian Siegel berichtet. Der Tatort auf dem Mannheimer Marktplatz am Abend. Anteilnahme kurz nachdem bekannt wurde, der Polizist, der am Freitag am Rande einer Veranstaltung einer islamkritischen Bewegung angegriffen wurde, ist tot. Der gleiche Ort am Nachmittag. Eilig hat die junge Alternative nach der Tat zu einer Kundgebung aufgerufen. Für die Abschiebung nicht integrierter Geflüchteter, wie es hieß. 150 Menschen sind gekommen, verfolgen die Reden mehrerer AfD-Bundes- und Landtagsabgeordneter. Menschen, die hierher kommen und unsere Gastfreundschaft nicht wertschätzen, die müssen eben wieder gehen. Und auch darüber müssen wir uns endlich unterhalten. Nur 50 Meter davon entfernt eine ebenso kurzfristig organisierte Mahnwache gegen Gewalt, Hass und Hetze und gegen die Instrumentalisierung der Tat, sagt der Veranstalter. Sowas auszunutzen politisch kurz vor den Wahlen ist einfach undemokratisch und unbotmäßig und deswegen sind wir auch heute hier. Und es gibt heute noch eine dritte Gruppe, die emotional beteiligt ist, die Polizei. Eine Gruppe Gegendemonstranten versucht, die AfD-Veranstaltung zu stürmen. Die Polizei geht dazwischen. Eigentlich Routine, und doch ist heute alles anders. Dieser Tod eines 29-jährigen Polizeikollegen macht mich unendlich traurig. Wir sind traurig, traurig, traurig. Leute, endlich gute Nachricht. Im Netz spitzt sich die Diskussion weiter zu. Auf TikTok feiert dieser Mann, der sich Erbe des Islams nennt, die Tat am Freitag. Er ruft dazu auf, noch mehr Islamkritiker anzugreifen. Eine weitere Instrumentalisierung der Tat, die Baden-Württembergs Innenminister angesichts des toten Polizisten um Worte ringen lässt. Das ist niederträchtig, das ist abscheulich, das ist ekelhaft. Bei uns werden Verbrechen, insbesondere wenn es sich um Mordstraftaten handelt, hart und konsequent bestraft und nicht gefeiert. Innenministerin Faeser bekundet am Abend auf Ex, ehemals Twitter, Anteilnahme am Tod des Polizisten und verspricht ebenfalls eine Bestrafung der Tat mit aller Härte des Gesetzes. Auch der Kanzler zeigt sich bestürzt über den Tod des Beamten. In Mannheim versammeln sich weiter Menschen am Tatort. Die Stadt wird wohl auch in den kommenden Tagen nicht zur Ruhe kommen. Und bei uns geht es weiter mit dem Nachrichtenüberblick mit dir, Jens.